Moment, die Debatte um Akta sich in den letzten Tagen im Gegensatz zum Wetter ziemlich stark aufgeheizt hat, hat Rick Falkinger, der Gründer der ersten Piratenpartei der Welt, einen Blogpost gemacht. Diesen Blogpost klaue ich ihm jetzt ganz schamlos. Und es geht darum, die Befürworter von ACTA etwas darzustellen. Das Hauptargument der Befürworter ist jedes Mal, die Gesetzgebung der einzelnen Länder werden sich nicht ändern. Es hat überhaupt gar keinen Einfluss. Wozu dann das Ganze? Fragt man sich jetzt ganz sicher. Nun, wenn wir die Geschichte anschauen, schauen, wer hinter ACTA steckt und was diese in den vergangenen Jahren gemacht haben, dann kommen so tolle Sachen zum Vorschein, wie zum Beispiel das Sony Rootkit. Da hat eine Firma Malware auf einem PC installiert, um euch auszuspionieren, um zu überprüfen, ob ihr Raubkopien auf eurem PC habt. Und das ist ganz klar gegen jegliche Form von Gesetz. Wenn wir weiterschauen, wie Herr Glättli es bereits gesagt hat, die eine Pharmaindustrie versucht, Generika zu verbieten, mittels Patent- und Urheberrechten, wie sie versuchen, hier unschuldigen Leuten das Leben zu nehmen. Wenn man schaut... Scheißkalt, sorry. Wenn man schaut, wer noch hinter dem ACTA-Gesetz steht. Sonst rede ich so weiter, wenn es einiger will. Test? Ah, wunderbar. Also die Industrie schafft es hier in diesem Fall nicht mal Megafone herzustellen, die für diese Gehälter geeignet sind. Um fortzufahren. Es wird versucht, ein Gesetz, das überhaupt nichts bringt, ein ACTA-Gesetz durchzubringen. Zurgesetz. Ich schau mal seinen Blogpost noch an. Yeah! Ja, springt so, sagen wir mal wieder! Ja, also ich bin für ACTA, ich springe nicht. Nein. Ich würde jetzt gern wie die Befürworter in der Sonne liegen. Also um die kurze Rede abzuschließen mit den Sätzen von Rick Falkinger. Die Leute, die das ACTA-Gesetz befürworten, die haben in den vergangenen Jahren bereits dafür gesorgt, dass die Grundrechte der Menschen unterwandert wurden. Sie haben dafür gesorgt, dass Unschuldige sterben müssen. Und sie werden es auch in Zukunft machen. Deswegen müssen wir jetzt mit voller Kraft gegen ACTA sein, gegen andere Gesetze wie SOPA und PIPA. Und auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Grundrechte erhalten bleiben.